Mann, es ist schon wieder gemutet. Mann, ey, Weihnachten, Leute, wir spielen heute ein Spiel. Junge, einfach 2 von 4 Türchen sind gemutet. Ja, das Ding ist, Mann, ich mute das Mikrofon, damit man mich nicht hört, wie ich hier stressig mir diese Mütze schnell aufsetze. Und dann bin ich so in einem Film gefangen, dass ich diese Mütze aufsetzen musste, dass ich wieder vergesse, Mikrofon anzumachen. ja, Chat, wir spielen ein Spiel mit einem sehr interessanten Konzept. Und zwar geht es darum, aus einem Gefängnis auszubrechen. Du sagst ja, interessantes Konzept, was redest du, du dummer Huren? Es ist, das Konzept ist, dass man nicht einfach ausbricht, so typisch, ich werde jetzt mit einem Löffel, den ich mir in der Kantine geklaut habe, jeden Tag ein Stück durch die Wand buddeln, so ein Nü pro Tag, und nach einem Jahr habe ich dann irgendwie schon so 2 Millimeter und nach 20 Jahren habe ich ein Loch, wo ich meine Faust reinstecken kann oder so, keine Ahnung, und irgendwann bin ich raus, sondern es geht darum, aus dem Gefängnis zu entkommen mit Glitches. Das Spiel hat wohl gewollte Glitches und die müssen wir abusen, um aus dem Gefängnis zu entkommen. Das Konzept klingt an sich funny. Aber ob das jetzt richtig gut umgesetzt ist, das weiß ich nicht. Das werden wir gleich sehen. Ja, das ist eigentlich ein cooles Konzept, ne? Spiele darauf aufzubauen, dass die verbuggt und verglitscht sind. Ist an sich ein lustiges Konzept. Aber ja, ob das jetzt funktioniert? Vielleicht ist es richtig, richtig kacke umgesetzt. Was installiert? Der Installationsskript wird ausgeführt. Microsoft VC Redistributable. Digga, was für Microsoft VC Redistributable? Starte einfach das Game. Ich will Unreal Tournament spielen. Ich rufe mal schnell Bethesda an. Die verkaufen dann ab da ihre Bugs und Glitches als Feature. Eigentlich wie so mancher echter Ausbruch. Die nutzen doch auch so oft dumme Designfehler. Oh, Real-Life-Glitches. Denkst du, die Entwickler wollten ein gutes Game machen, haben dann aber aufgegeben und diese Version draus gemacht? Nee. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur eine sehr kreative, coole Idee. Scheiße. Okay. Pausing. Okay, ich hoffe, mein PC kriegt das hin. Ich hoffe, mein PC kriegt das hin. Ist ein neues Spiel, ja? Weiß nicht, ob mein PC das hinkriegt. Gumball, ob er abstürzt? Das ist ja ein Spiel darauf programmiert, dass man die ganze Zeit Bugs und Glitches benutzt. Das heißt, in der Regel sollten die Bugs und Glitches ja nicht... Stop Sickness. Okay, nee. Sollten ja eigentlich nicht das Spiel zum Abstürzen bringen, oder? Sonst ist es ja ein schlechtes Spiel. Da ist der Knascht. Ich habe ja richtig geile Haare. Okay. That's me. Und ich muss jetzt irgendwie mit einem... Grüß dich. Grüß dich. Und wir müssen jetzt irgendwie entkommen. Okay, wieso zum Fick ist da ein Strick? Ich kann mir vorstellen, dass man sich vielleicht irgendwie... Was ist passiert? Dass man sich irgendwie, hier kommt man zum Beispiel jetzt nicht rein. Dass man sich da... Oh, oh! Ich wollte sagen, dass man sich irgendwie hier reindrücken kann. Kopf ist schon draußen. Es ist halt ein bisschen Rätselgame quasi. Okay, ich komme gar nicht mehr raus. Ja, das ist halt das Problem bei Glitches, ne? Man läuft Gefahr, halt stuck zu bleiben. Kann ich? Oh! Ich kann mit Alt rollen.
Ist jetzt der Glitch jetzt gewollt? Ja, das ist jetzt so die Frage, ne? Ist dieser Glitch jetzt gewollt, dass man hier stecken bleibt? Also wenn man ja stecken bleibt, dann ist es ja an sich dann nicht gutes Glitch-Design, oder? Für ein Glitch-Game. Was ist eigentlich dieser Scheiß-Track? Okay, wir starten nochmal neu. Wird ein kurzes Spiel, Chat. Jo. Aber ich kann Dinge aufheben. Das war bei Ocarina of Time. Nee, nicht Ocarina of Time. Bei Mario 64. Dass man ja diesen Hasen nimmt, sich dann vor die Tür stellt, den Hasen absetzt und dann drückt der Hase sich durch die Wand. Also muss ich vielleicht sowas... Ach komm schon. Ach komm schon. Ach komm schon. P für Reset. Woher weißt du das? Hast du das Spiel schon mal gespielt? Oh, hier ist eine Note. Man kann FPS noch irgendwie runterschrauben. Das ist ja bei Dark Souls auch so gewesen, dass es so Skips gibt, die man mit niedriger FPS besser hinbekommt als mit hoher. Ich habe eine Flashlight. Wave. Restart. Rolling. Okay. Ich habe die Taste für Wave vergessen. Fuck. Page down für Dokumente. Page. Scheiße. Chat, was war nochmal für Taste für Wave? Ach so, FPS bedeutet nicht, ich stelle meine FPS runter. FPS bedeutet, ich gehe in First-Person-Mode. Jo, die Taschenlampe ist ja okay! Ha, was? Da, winkt. Okay, wieso kann er winken? Ist Winken auch irgendwie zum Glitchen gedacht? Okay, Karton-Chat. Ich bin draußen! Aber ich bin irgendwie... Hä? Wieso bin ich jetzt in der Toilette? Scheiße. Komme ich da noch raus? Warte, winken. Winken. Oh. Winken und dann... Ja, Chat, so funktioniert das mit Speedruns, ja? Es gibt dann so Leute, die sitzen dann den ganzen Tag und machen nichts anderes als das. Sie haben einen Glitch gefunden und versuchen mit diesem Glitch irgendwie Skips herauszufinden und machen dann nichts anderes als den ganzen Tag versuchen, sich irgendwo durch Wände durchzudrücken oder so. So sieht das dann aus. Denn mein Karton ist weg. Das klingt traurig. Kann auch spannend sein. Ich habe aber bei Distortion den ein oder anderen Sekiro-Stream geschaut, wo er stundenlang nichts gemacht hatte, als denselben Sprung. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und dann hat so nach 5 Stunden hat der Sprung geklappt und alle so Poggers! Hä? Wieso bricht jetzt irgendwie hier alles auseinander? Das klingt noch trauriger. Ja, es klingt vielleicht traurig, okay, aber es war nicht so traurig. Es war actually cool. Ich check die Glitches nicht. Ja, das Ding ist, was bringt es mich hier raus zu glitchen, wenn ich direkt immer... Ich bin auf dem Dach! Ich spawne halt immer irgendwie, immer wieder in der Kabine. Aber jetzt nicht. Okay, unsere Zelle hat gar kein Dach.
Das heißt, man kann auch oben raus. Okay, wo gehe ich als nächstes? Das sieht hier so gewollt aus. Mach den Blowjob. Okay, ich mach den Blowjob. Das war nicht der Blowjob. Keine Wachen? Junge, ich hasse die Musik. Wieso ist die Musik so scheiße? Jetzt wird's auf einmal... Nein, nein, ich spawn wieder in der Zelle, ne? Doch nicht, okay. Jetzt wird's wieder... Jetzt wird's hier wieder so ein Only-Up-Game auf einmal. Egal, was du machst, halt dich vom Klo fern, okay. Okay, Cheffe. Kannst du irgendwas mit dem Strick machen? Ich werde nichts hier mit dem Strick jetzt machen im Stream, okay? Only Glitch, das neue, die neue Videospiel-Meta. Digga, ich komme da nicht hin. Vielleicht eine Brücke hier bauen oder so damit? Kann ich das aufheben? Ach so. Ach so. Ach so. Ah, okay. Das ist halt so ein Glitch. Junge, ich komme da nicht hin. Er springt so komisch. Oh, Moment, rolle. Wie bei Dark Souls 1, diese eine Stelle nach dem Fahrstuhl. Nicht springen, nur rollen. Kann ich irgendwie rauszoomen? Ich kann rauszoomen. Nice, dann sehen wir mehr. Wie heißt das Spiel? Glitch Prison. Oh, oh. Ah, danke schön. Ich vergesse immer mal, die Spiele zu ändern. Chat, bei solchen Spielen, also wenn man irgendwie versucht mit Glitches irgendwie was zu machen, dann muss man immer auf Low Settings spielen. Oder wenn man besseres Aim bei CSGO haben will. Junge, sieht einfach verschwommen jetzt aus. Sieht so aus, als hätte ich keine Brille auf. Wait, das waren Ultimate-Settings gerade, ja. Wieso läuft das so komisch? Oh, oh, ich war kurz drauf. Ich schau mal mich um, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Junge, wieso laggt das Game so die ganze Zeit auf einmal? Jetzt, wo ich die Grafikeinstellungen runtergestellt habe, jetzt laggt's. Ich bin durch, I guess. Vielleicht, weil ich rausgezoomt habe und laggt es? Ich glaube, das ist wegen dem Zoom. Und so, Dankeschön für mittlerweile ein Jahr, Mann. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ah, kann ich hier was drücken? Nee, ne? Bitte ändere die Perspektive. Ja, aber dann laggt es wieder. Da siehst du, es laggt direkt wieder. Vielleicht kurz mal die Frames limiten auf 30. Und ein bisschen dunkler machen. Ich mag, wie scheiße die Musik ist. Wenn ich eine GPUI wäre und den rendern müsste, wie der läuft, würde ich auch laggen. Ja, also, vielleicht kann ich mich auch durch die Wand einfach durchglitschen, ne? Oh, Chat, da ist ein Fenster offen. Schaffe ich mich, irgendwie dahin zu glitschen? So eine crazy Rolle. Kann ich ich kann auch im Springen rollen, okay. Oh, Moment. Das war eine Leiter, die ist jetzt weg. Oh, lol, Rätsel.
Kann ich sie benutzen? Ich wollte sie als Brücke benutzen. Ja, ich muss da drauf. Oder ich versuche halt jetzt wirklich hier mit den Kartons irgendwie mich wieder durch die Wand durchzudrücken. Aber da ich ja nicht mal weiß, wie die Map aufgebaut ist. Was ist das für ein Spiel? Ein gutes. Okay, die Kartons kann ich hier nicht mehr aufheben, komischerweise. Boah, die können mich schieben. Ich die auch. Junge, die Kamera ist so schrecklich. Ich raste aus. Warte, First Person. Wie ging nochmal First Person? So. Vielleicht ist im First Person das nicht ganz so schlimm. Ja, ich glaube, in First Person ist besser. Mach den Knuckles-Doppelsprung-Glitch aus Sonic World. Wie geht der? Erklär mal. Digga, man rutscht da einfach runter. Man kann da, glaube ich, nicht draufstehen. Ich glaube, das ist einfach ein Bait. Von den Gefängniswärtern. Das ist der Bait von den Gefängniswärtern, dass so jeder Ausbrecher denkt sich, oh, das ist ja der perfekte Weg zum Ausbrechen. Dann springt er da drauf und stirbt. Und nur einer von 100 schafft es. Und ich bin einer von 100. Moment, hier oben war ich doch schon mal. Na, als ob! Warte, lass mal kurz schauen, ob sich das überhaupt lohnen würde. Wenn ich da jetzt drauf laufe, ja, dann könnte ich halt hinter die Tür. Aber was wird mir das bringen, hinter die Tür zu gehen? What the fuck? Was haben die mit dem gemacht? Das ist, glaube ich, ein Shortcut. Da geht es wahrscheinlich dann eigentlich weiter. Und wenn ich das schaffe, darüber zu kommen, dann kann ich das öffnen. Und dann kann ich immer das von dort immer öffnen. Junge, mit First Person ist ja noch schlimm. Hä? Da war die ganze Zeit ein Schlüssel? Will das irgendwie Goat Simulator sein oder so? Ich weiß es nicht. Hey, ey, nicht zu nah bitte. Nicht so nah. Ey, chill! Ich schaff's halt nicht mehr durchzukommen. Ich schaff's nicht mehr durchzukommen. Jetzt hat's geklappt. Er will Chat riechen, wie mutig. Sprung, Doppelsprung und genau wenn du Doppelsprung drückst, drückst Menü öffnen und dann weitermachen. Hey, das sieht voll gut aus. Guck mal, ich bleib stehen in der Luft. Hey, das ist, Moment mal. Abusen? Ich glaube nicht. Aber was bringt dir das? Ja, dann kann ich ja ganz hoch. Nein! Ich hab's gequittet. Also bitte sag, das hat Autosave. Bitte sag, das hat Autosave. Lutsch. Lutsch. Digga, keine Ahnung, wie ich rausgekommen bin. Das war einfach komplett Zufall. Ja, genau so. Genau so.
Hey, was hat mich erwischt? Stop Sickness. Und jetzt? Wieso ist da jetzt ein scheiß Gesicht? Hä? Hä? Was heißt jetzt Stop Sickness? Wieso ist da jetzt ein random Gesicht? Gegen Motion Sickness, meinst du, das hilft? Wenn man sich die ganze Zeit vielleicht dann auf dieses Bild fokussiert, kriegt man vielleicht weniger Motion Sickness? Das ist für Leute, die schwer mit Augenkontakt tun. Ah, okay. Oh, ich bin draußen. Keine Ahnung, wie das immer klappt, aber... Ey, das Spiel läuft jedes Mal schlechter und schlechter, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Hat das ein Memory Leak? Aber ich habe es ja kurz neu gestartet gerade und jetzt läuft immer noch scheiße. Mein PC ist einfach nicht bereit für so ein Meisterwerk. Bitcoin-Miner, scheiße. So, Schlüssel. Junge, wieso läuft das Spiel so arsch? Ich krieg Schmerzen. Okay. So, wir sind weiter. Hier sind alle Türen offen. Dachtest du wirklich, das könnte ein gutes Spiel werden? Nein, das ist ja der Sinn dahinter, hinter dem Trash-Kalender. Aber ich dachte nicht, dass es so schlecht läuft. Was? Ich habe irgendwas gefunden. Jetzt kann ich damit irgendwie meinen Gürtel lösen. Ja, Nihib, danke schön für 8 Monate. Okay, wo kommen wir raus? Ich glaube, das da hinten ist der Hauptausgang, ne? Ja, ich kann jetzt jederzeit einfach in Ragdoll-Modus gehen. I guess. So sehen Spiele auf der Switch aus. Das stimmt. Deadly Premonition 2 sieht so auf der Switch aus. Da kommen jetzt Gegner. Die wollen mich wieder drin haben. No More Heroes 3 auch. Das stimmt. Werde ich jetzt getötet? Oh mein Gott, ich krieg Kopfschmerzen, Chat. Ich krieg Kopfschmerzen von diesem... von diesem ruckligen Scheiß hier. Ey, das lief doch am Anfang nicht so schlimm wie jetzt. Durch die Framerate wird mir einfach schlecht. Ja, mir auch. Das ist super ekelhaft. Mach FPS höher. Ich hab auf 60. Mach Unlimited. Die Auflösung hochstellen. Die sind einfach wieder weggelaufen.
So. Jetzt ist geile Grafik, oder? Und jetzt haben wir, guck mal, wenn ich Pause gehe, ist alles smooth. Jetzt nicht mehr. Kamel, Dankeschön für 15 Monate. Und hi. Irgendwas laggt einfach das Spiel runter. Wer bewegt sich denn hier überhaupt? Der Schatten verwirrt mich. So fällt das doch gar nicht auf, dass die Frames so niedrig sind, oder? Der Regen, maybe. Nein! Oh mein Gott, bin ich kacke. Warte, wenn wir schon draußen sind, starte ich mal das Spiel neu. Ich starte das Spiel neu, wegen Memory Leak. Dann läuft es gleich besser. Okay. Da kurz warten, bis die Memory wieder leer ist. Jetzt ist leer. Jetzt können wir rein. Ich restore einfach alles. So wie es am Anfang war. Das war nicht so am Anfang. Naja, egal. Turbo-Taste am PC drücken. Boah, ich mache jetzt in Nvidia den Game-Mode an. Dann läuft es doch besser, oder? V-Sync deaktivieren? Aber V-Sync ist ja noch was für mich. Yeah! Yeah! Geiler Song. Komm, oben raus! Junge, es läuft immer beschissener. Vielleicht muss man das Spiel deinstallieren, damit der Memory Leak weg ist. Oh mein Gott. Es wird wirklich jedes Mal schlimmer, Stück für Stück. Das ist fürchterlich. Ich habe das Spiel sogar neu gestartet. Bringt nichts. Ja, ich muss PC neu aufsetzen, denke ich. Digga, jetzt spring doch runter! Oh mein Gott, ich glaube, wir werden kein schlimmeres Spiel im Adventskalender haben als das hier. Oh mein Gott, ich rast gleich aus. Wieso sitzt der jetzt? Danke. Junge, Lemuria wäre viel besser. So, warte, ich mach mal noch mal kurz low. Und noch mal in First Person. Guck mal, wir müssen First Person. Die Third Person ist das Schlimme, Chat. Die dritte Person. Der kann dann nicht so viele Personen gleichzeitig rendern. Junge, das war so ein scheiß Joke. Holy shit. Vielleicht hat sein Modell zu viele Polygone. Hm. Ich bin drüben. Ist diese dritte Person mit uns im Raum? So, ich bin wieder draußen. Guck. Ich werde langsam besser. Ich lerne dieses Spiel immer besser und besser kennen. Ich werde vertraut mit den Glitches.
Gleitschis. Okay, gibt's hier vielleicht einen anderen Weg? Ich bin da vorhin da runtergejumpt. Und da war irgendwie alles zu. Oder ich kann die Leitern benutzen. Können wir uns am Ende noch einen Speedrun anschauen? Als ob irgendein Arsch dieses Spiel speedrunnt. So. Da hängt eine Lampe. Ich kann halt hier jetzt wieder rein. Weltrekord liegt bei 30 Sekunden. Als ob wirklich Leute das gespeedrunnt haben. Ja, wenn es einen Speedrun gibt, dann schauen wir uns den gleich an, ja. Okay, jetzt bin ich hier drin. Cool, hier ist nichts. Komm, durch die Wand. Durch die Wand, komm. Tut mir leid, Chat. Ich muss jetzt aus der First Person raus. Das wird wieder jetzt ein bisschen laggen. Junge, das läuft ja so scheiße. Wie findest du so eine Scheiße eigentlich? Junge, Steam. Steam ist voll mit Scheiße. Es gibt sogar drei Kategorien. Gibt es eine Glitchless-Kategorie? Das ist die schwierigste. Spiel das Spiel durch, ohne zu glitschen. Was passiert? Hä? So war da jetzt eine Kamerafahrt. Junge, ich gehe wieder in First Person. Mich hat es ja komplett weggeknallt. Ach, wegen dem Karton hier. Ja, das Ding ist, wenn ich in First Person spiele, dann kann ich die Bewegungen schneller nachvollziehen. Da rein muss ich irgendwie. Da ist halt ein Loch, aber irgendwie bin ich zu bereit. Hat hier eigentlich jemand im Dark Souls auf 1 auf Platin? Jeder hier im Chat. Das ist ja eigentlich so die Grundlage, um hier am Chat teilzunehmen. Musst du halt erstmal Platin machen. Bist du entweder nicht Platin? Hast du im Test gelogen? Wenn du gelogen hast, muss ich dich leider bannen. Yo! Yo! Jo, wieso hat er goldene Augen? Elden Ring Charakter. Okay, hier ist ein riesiger Schlüssel. Okay, ja, ich interagiere damit. So, ich gehe wieder First Person. So, okay, wir haben den Schlüssel. Vielleicht ist der Schlüssel für den Haupteingang oder so? Oh, die Tür da hinten, die leuchtet. Dafür ist es. Jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen. Das ist ja easy, einfach hier lang. Hab kein Platin, aber spiele auch nicht auf der PlayStation. Imagine nicht auf der Play. Das ist die zweite Regel, die wir im Stream haben. Wenn du nicht auf der PlayStation spielst, wirst du gebannt. Wir haben hier nur PlayStation-Fans. Okay, ich muss jetzt irgendwie darüber. Wie komme ich darüber? Ich bin kein PlayStation 5-Fan. Ja, aber Hauptsache, du spielst deine Spiel auf PlayStation. Kannst auf 4 spielen. Boah, apropos PlayStation-Fans. Habt ihr Dingens mitbekommen?
weil jetzt 30 Jahre PlayStation ist, wenn man seine PlayStation 5 anmacht, kann man dann auswählen, was für einen Modus man haben will. Jo! Wie deine PlayStation aussehen soll und wie deine PlayStation 5 starten soll. Meine PlayStation 5, wenn ich sie jetzt anmache, startet wie eine PlayStation 1. Oh ja. Als ob, ja. Gibt's jetzt irgendwie so für kurze Zeit. Ja, ich finde das auch ziemlich cool. Jo! Klappt das? Wohin fliege ich? Da ist irgendwie ein Errorraum. Da sind die Game Master immer. Scheiße. Ist das ein Game Over? Oder spawne ich gleich noch oben? Ich meine, auf irgendeine Art und Weise bin ich entkommen. Wenn ich jetzt oben nicht spawne, dann, I guess, bin ich entkommen, oder? Das Schlimmste, hier wieder zu sein, ist die Musik! Dass die Musik wieder von neu beginnt, das ist das Schlimmste! Ich weiß halt nicht mal, wie ich den Anfang machen soll. Das ist so random, wie ich immer hier rausfliege. Imagine, man gibt dem Game eine schlechte Bewertung, weil zu viele Bugs. Digga, ich hab Geld dafür ausgegeben, lol. Völliger Blödsinn! Direkt Deutscher, Alter. Völliger Blödsinn! I had to use a part of my brain that I have never used before. I say this with the best intentions, and those intentions are that this glitched is its way into my heart. I'm eager to get out of this the prison and I tried my very best. I just might spend countless hours trying to get out of this prison. Ich weiß nicht wieso, aber beim Lesen dieses Textes habe ich irgendwie gedacht, das ist ein Linkin Park Song. I try so hard to get out of the prison. Countless hour und hat nur 0,6 Stunden. Es sind drei Japaner, die das Game gerannt haben. Ich glaube, das ist auch ein japanisches Game. Ich kann sein, dass das die Entwickler selbst waren. Wie komme ich hier raus? Gibt es eine feste Strat? Ich glaube, ich bin draußen. Ich bin drin. Oh mein Gott, ey. In First Person sehe ich halt nichts. Aber in Third Person leckt die Scheiße so insane krass. Was passiert da? Das Spiel läuft immer beschissener. Das kann doch nicht sein, dass das Spiel immer von Minute zu Minute immer schlechter läuft. Wieso lief das denn am Anfang so gut, das Spiel? Und egal wie low ich die Settings stelle, es funktioniert trotzdem nicht, ne? Am Anfang, als wir das Spiel gestartet hatten, waren alle meine Settings recht weit oben, bis auf die Texturauflösung. Und es lief besser, als jetzt alles komplett auf Low. Guckt euch das an, was ist das? Wie er aufsteht, moin. Was wollen wir mit 4K spielen?
Digga, ist egal, was ich mache. Jede Einstellung ist fürchterlich. Mein PC stirbt nicht mal. Läuft nicht besser, ne. Oh, schickes Ohr. Vielleicht muss ich Fullscreen gehen, Chat. Nicht Windows Fullscreen, sondern Fullscreen. Oh mein Gott, gleich wird die ganze Auflösung sich voll verziehen, oder? Ihr habt hier so ein kleines Fensterchen. Digga, es ist gerade einfach von der Grafik her, als wäre es Need for Speed Most Wanted. Ist das so besser? Nichts gegen Most Wanted. Most Wanted ist Liebe. Es ist ultra edgy, aber es ist ultra Liebe. Ich meine, wenn das Spiel jetzt nicht komplett auf Vollbild ist, tut das vielleicht weniger in den Augen weh. Also es war anfangs alles auf Ultra, oder? Es war anfangs alles auf Ultra, Unlimited. Und die Grafik war nur so irgendwie so ein Stück. Dieser fucking Beat. Vielleicht mal eine andere Sprache benutzen. Yeah. 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 Running zigzags. Mann, ich war doch fast draußen. Komm schon. Ich war doch fast draußen. Kannst du freestylen auf dem Beat? Okay, ich versuch's. Aber der Beat muss dafür lauter. Wieso ist das Spiel ist so leise? Wieso ist das Spiel so leise? Laut jetzt? Apfeltee, Wasserkocher an, Beutel rein, geiler Apfeltee, sauf dir ein, Marketee, Kanne, Vitamin C, das Beste vor jedem Marimekka Dreh, yeah, ah. Was, guter Freestyle? Bei den Runnern läuft das Game flüssig. Ja, weil die das die Entwickler sind. Oh, bin ich draußen? Fast. Ich bin draußen. Ich bin wieder unten. Nein, bleib oben. Boah, es wird schwer im Kalender sein, dieses Spiel zu toppen, Chat. Es wird schwer, in diesem scheiß dummen Trash-Kalender dieses Spiel zu toppen. Das wird echt schwer. Das wird halt echt schwer. Digga, jetzt geh doch hoch. Ich bin oben. Ich bin oben. So, schnell wieder Schlüssel holen.
Genau, Apfeltee. Leute sagen, ich bin Fell Off, aber dabei kenne ich immer noch den Text auswendig. Ich bin kein Fell Off. Ich bin in meiner Prime. Jo, was war der Boost? Kann leider auch auswendig. Mach mal. Schick mal Memo. Ey, KG, kommt jetzt ein bisschen random, aber ich bin auch ein Konsumopfer. Wie viel hat das Menü mit den Shirts bei BK gekostet? 18 Euro. Musst aber auf der Seite vorher gucken, ob dein BK da überhaupt mitmacht. Drin. Aber ich brauche den Schlüssel. War Nox im Stream mit dem T-Shirt? Jetzt gerade. Ich bin Konsumopfer. Wir hatten aber leider nicht mehr L-Größe. Wir haben beide geholt. Eins für sie, eins für mich. Der Müllcontainer schwebt. Ja, ich muss mich irgendwie da durchglitschen. Keine Ahnung, da rein so. Ich check halt nicht mal, wie ich glitche, ne? Ich habe bisher immer noch nicht die Glitches gecheckt, wie sie funktionieren. Wie booste ich mich hoch? Boah, ist das alles schrecklich. Wo bin ich denn jetzt? Wohin fliege ich? Ich bin wieder raus aus der Map. Ja, lass uns Chat, lass uns den Speedrun anschauen. Und dann sind wir durch mit der Scheiße. Dann nachmachen. Ja, mal gucken. Vielleicht ist, ja, wenn das Speedrun nicht so schwer ist, vielleicht nachmachen. The Glitch Prison Speedrun. Norin. Wie heißt der Entwickler des Spiels? Rentaka. Das ist er nicht. Oh, der hat noch andere Spiele gemacht. Purge Box. Boah, die müssen wir alle nicht spielen. Wieso hat er einen coolen Hut? Okay, er geht auch hoch. Oh, direkt darüber. Hä, ernsthaft? Man muss nicht mal glitschen? Da ist der Hut.
Ich meine, ich habe das Loch schon am Anfang gesehen, aber... Digga, bleib doch jetzt oben stehen! Wieso springt er nicht? Wasserkocher an. Beutel rein. Was? Ich war doch draußen. Ja, das ist der Entwickler. Safe ist es ein Entwickler. Der Entwickler hat eine eigene Version. Junge, du bist halt weggedrückt. Die eigene Version hat auch gute FPS. Ja, genau. Arschloch! Bitte! Das ist so scheiße. Das ist so scheiße! Aus. Vielleicht muss ich nach oben schauen, dann springe ich höher. Lol. Hier, wenn ich halt laufe, stoße ich halt hier gegen. Und wenn ich zu hoch springe, dann knall ich halt gegen die Wand. Dann mach das nicht. Ja, aber dann bin ich an einem scheiß Winkel. Boah, es ist ja wirklich der Trick. Einfach nach oben schauen. Okay, Rolle geht auch nicht. Ja, das klappt ja jetzt jedes Mal. Ja, ich muss früher abspringen, ne? Macht das Spiel dich aggressiv? Nee. Ich find's sehr entspannt. Jetzt ist er gar nicht gesprungen! Probier in Third Person. Das laggt das Spiel und der Speedrunner hat's auch in First Person gemacht. Und der Speedrunner ist ja der Entwickler, also wird der wohl wissen, wie das am besten geht. Er springt nicht. Darf ich vielleicht... Habe ich eine Ausdauerleiste, die, wenn die leer ist, ich dann nicht mehr springen kann? Weil er atmet auch so schwer. Jetzt habe ich ohne Sprinten gemacht. Ich muss ein bisschen sprinten.
Wenn der Speedrunner von der Klippe springt, springst du auch, ja? Wenn ich damit den Weltrekord holen kann? Zum Glück habe ich mir viel Gemüse-Tipp gemacht, das wird ein längerer Abend. Bitte! Wow! Wow! Nein, bleib oben, bleib oben, bleib oben, bleib oben, bleib oben, bleib oben, bleib oben. Wir haben's. Ich muss kurz die Sprache wechseln, damit ich verstehe, was diese Seite macht. Stylish, but there is something wrong with my body. Okay. Wie mache ich jetzt so eine... so T-Pose, wie er das gemacht hat? Ich dachte, die Mütze macht das, dass man T-Posen kann. Aber er T-Post gar nicht. Da, er hat geT-Post. Nein, ich war gerade kurz im Knast wieder. Nein, bitte nicht wieder in den Knast. Hä? Ich bin ja wieder drin. Digga, jetzt geh doch raus! Was passiert da? Im Hauptmenü steht, glaube ich, ganz die Steuerung. Da stand aber nichts von Glitch. Okay, ich bin draußen. Und jetzt hier lang? Das ist so ein ikonischer Song, ne? Ich bin ja komplett auf der anderen Seite. Okay, auf einmal hier ein Dungeon. Ich hiete mich damit weg. Oh, oh, irgendwas passiert. Es passiert etwas. Ich bin wieder draußen. Junge, die Kamera kommt nicht mal vernünftig hinterher mehr. Ne, ich glaube, das wird kein Weltrekord. Es tut mir leid. Yeah! Yeah! Alle Maler, Aquamaler, shish! Hier gibt's ja Waffen. Doch nicht. Ich bin unter der Map. Ich fliege aber nach oben. Nicht nach unten. Ich glaube, ich steige gerade auf. In eine neue Existenz. Irgendwie ein Vibe, oder? So durch die Wolken fliegen mit diesem nicen Beat. Irgendwie ein Vibe. Und er skedaddelt so ein bisschen. Felgen spiegeln die Skyline. Rollen Zigzags. Vor allem mit dem scheiß Hut noch. Er rennt einfach weg vor seinen Problemen, vor seinen Pflichten. Oh
Oh, die Musik. Jetzt Dodge Roll. Und jetzt falle ich. Mein Kopf ist weg. Der Regen ist wieder da, wir sind in der Nähe von Prison. Vielleicht lande ich jetzt wieder in Prison. Prison. Junge, was ist die dumme Scheiße, Junge? Ja, Chat, das war das Türchen für heute. Mann, was ein tolles Türchen. Was ein tolles Türchen gewesen das ist. Ich rede wie Yoda. Wieso? Refund? Ich glaube... Ich glaube, ich könnte sogar noch, das stimmt. Ja, das war ein sehr tolles Türchen. Ich bezweifle, Chat, dass irgendeines Türchen das toppen wird. Also, klar, alle Spiele sind irgendwo irgendwie Trash, aber ich glaube, keins wird so schlecht sein wie das.